Smart Home heißt übersetzt intelligentes Haus. Heizen, Licht, Soundanlagen und vieles mehr können via Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Um die zahlreichen Möglichkeiten der modernen Gebäudetechnik auch wirklich ausschöpfen zu können, sollten Sie einige Tipps bei der Elektroplanung beachten. Im intelligenten Zuhause sind heutzutage sogenannte Aktoren zwischen Licht und Lichtschalter platziert. Bei Neubauten, wenn man früh genug an ein komfortables, energiesparendes, sicheres Heim denkt, werden die technischen Bauteile schon bei der ganz normalen Elektroinstallation mitverbaut. Das alles, um Elektrogeräte, Licht, Rollläden und Heizung nicht per Schalter zu betätigen, sondern per Knopfdruck mittels Smartphone oder Tablet. Doch bei der Umsetzung gibt es nicht nur eine ideale Lösung, die für jedermann geeignet ist. Bei der Elektroplanung sollten Sie daher nicht nur Ihre Wohnsituation berücksichtigen, sondern auch überlegen, welche Ansprüche Sie schon heute an Ihr zukünftiges, intelligentes Zuhause haben. Aber keine Sorge vor zu viel Technik. Viele haben schon jetzt elektrische Rollläden, Funksteckdosen oder Dimmer zu Hause installiert. Neu ist lediglich, dass die Geräte untereinander vernetzt sind. Das heißt, dass zum Beispiel die Waschmaschine per Funk Kontakt mit dem Handy hält und sich einschaltet, wenn die Photovoltaikanlage auf dem Dach genug Strom produziert. Neben Komfort und Energiesparen bietet ein Smart Home auch mehr Sicherheit. So können Sie beispielsweise verschiedenste Beleuchtungsszenarien speichern und steuern. Um die Vorteile intelligenter Gebäudetechnik voll ausschöpfen zu können, ist eine professionelle Beratung bei der Smart Home Planung empfehlenswert.